Hey ho, nächste Runde. Ich bin hier immer noch am Überlegen, ob ich den Monitor reinmachen. Und was ich jetzt zuerst mache, ist den Monitor knacken und ja, das mache ich jetzt. Und vielleicht nehme ich ja die Kamera mit. Alles in allem habe ich gerade mal 2 Schräubchen hier gefunden und sonst nichts. Schauen wir mal, ob das wirklich alles bloß sonst geklipst ist. Und dann sehen wir weiter. So. Ist er gar nicht mehr so stabil, wie er ursprünglich war. Leck mich am Ärmel. Tja, so sieht es aus. Dann gucken wir gleich mal, ob wir halbwegs genau gebohrt haben. Verkehrt rum. Warum habe ich hier rechts und links angeschrieben? Ich weiß es nicht mehr, aber... Ich richte mich mal danach. So, dann gehen wir mal zum Kabinett und schauen uns das Ganze an. Ja, machen wir. So, also links und rechts. Jetzt wirklich bloß ein paar Millimeter, was ich ausreden muss. Jetzt überlege ich mir die Höhe eben. Wo? Und dann könnte ich ja rein theoretisch schon mir ein bisschen einen mit der Fräse abspielen. Hatschepü, schon wieder eine Stunde rum. Ich habe mal den Fräser jetzt eingespannt in die Oberfräse. Auf 3-4 mm eingestellt. Auf der Seite gehen wir nicht tiefer runter, wir gehen auf der anderen Seite dann auf ca. 10 mm, damit wir den Bildschirm zuerst hier oben reinschieben können und dann einfädeln und dann zack. Ja, leider komme ich nicht ganz bis auf die Markierungen oben sowie unten, weil die Bretter und der Balken und das Zeug ist ja alles verleimt. Nicht nur verschraubt, sondern auch verleimt. Ja, werde ich halt so weit meine Nut fräsen, wie ich komme. Und den Rest muss ich mir noch was ausdenken. Aber ich denke, das ist dann das geringste Problem. Tja, in diesem Sinne, gute Nacht. Mache ich alles morgen, übermorgen, übermorgen. Ich habe keine Ahnung. Weil ich sage, ja, wir kriegen Besuch. Ah, vielleicht hilft er mir ja noch am Abend. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Okay, also dann bis zur nächsten Szene. Ganz einfach. Ich habe ja dieses Video gerade erst begonnen. So Leute, ja, die Ränder nicht schön, aber selten. Also auf die Seite und die andere Seite rüber habe ich freihand erst mit dem Zehnerbohrer gebohrt und dann noch mit dem Fräser in der Bohrmaschine nachgefräst, oben ja komplett freihand, erst mit der Oberfräse und den Rest dann auch so gemacht. Ja, und jetzt probiere ich doch den Monitor reinzustecken, was halt jetzt blöd ist, Stativ ist vorne, ja, Wechselvideo. Mann, ich popel mir hier oben in der Ecke einen ab, weil der Monitor nicht gescheit rein geht und jetzt schaue ich gerade nach und dann sehe ich, dass der hier noch den Penöpel dran hat. Ja gut. Dann machen wir halt die Ecke ein bisschen größer. Wunderbar reingegangen. Jetzt suche ich mir das Brett, was hinten hinkommt und setze das gleich rein. Verklebt es, verschraubt es und dann kann man den Monitor rein und rausnehmen hier. Richtig geil. Also ich probiere es mal schnell mit einer Hand. Nur anheben und dann kann man so rausziehen. Seht ihr das? Ich glaube, das hat man gesehen.
Ist doch geil, gefällt mir. Trotz Besuch mache ich hier ein bisschen weiter. Macht Spaß. Zugucken. Ja. Okay, ich habe jetzt auf alle Fälle das Brett ausgerichtet, die Nut noch mal ein bisschen nachgefräst, unten Klötzlenei, oben ein Klötzlenei, und das wird jetzt dann noch mit der Monitorhalteplatte zusammengespackt von der anderen Seite. Dazu muss ich den Monitor rausmachen und dann kann ich das ganze Teil schon auf den Rücken legen und da geradeaus die Schublade aussägen. So Leute, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, doch hier, von hier nach hier geht die Schublade und von hier bis hier zumindest der Deckel dann, weil es kommen ja noch die Führungsschienen rein, jetzt hätte ich fast gesagt Scharniere, und deswegen geht ja dann auch noch ein kleiner Rand verloren, aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ich bohre das jetzt erstmal vor, säge das mit der Stichsäge vorsichtig aus, ja, und schaue, dass ich das halbwegs vernünftig, gleichmäßig aussäge. So Leute, Pfingstmontagabend, ich weiß nicht einmal, wie spät es ist, ich habe nicht einmal das Handy jetzt mit hintergenommen, weil ich wollte jetzt einfach nur noch Schublade machen. Und schaut euch einfach die Teile an, bevor ich sie zusammenleim und verspack's. So, das wird meine Schublade, Front, Boden, Seitenteile, Seitenteile und Rückteil. Ich werde das jetzt schauen, dass ich das erste Mal verleim mit Schraubzwingen zusammenzwinge, bis der Kleber halbwegs trocken ist. Dann die vorgebohrten Löcher nochmal nachbohren, also dass die auch hier reingehen. Tja, und dann mit kleinen Spacks ganz, ganz vorsichtig anziehen. Ja, dass man das Holz nicht sprengt, weil da ist das MDF sehr empfindlich. Naja, ich gucke, ob ich Glück habe und zeige euch dann ganz einfach das fertige Ergebnis und erzähle euch dann, ob ich fluchen musste oder ob alles geklappt hat. So, und jetzt gehe ich erst einmal nochmal schnell vor, das Video freischalten, was ich heute hochgeladen habe. Ja, nachdem das ganze Wochenende voller Besuch war. Oh Mann, schon wieder gleich 8. Egal. Schublade soweit zusammengeleimt und tja, bisschen trocknen lassen und dann werde ich vorbohren. Also die Löcher, was ich vorgebohrt habe, noch in die anderen Holzdinger halt neibohren und dann werde ich das ganz, ganz vorsichtig mit der Hand verschrauben. Schublade soweit zusammengebaut, die Dinger dran, und wenn man eben dann vorstellen im eingebauten Zustand, dann leicht drückt, macht schwupp und die Schublade kommt eben um dieses Stück raus und dann kann man sie aufziehen. Ja, und reinschieben, ganz einfach wieder Klick. Gut, jetzt werde ich mir hier dann für innen drin definitiv noch eine Konstruktion überlegen müssen, dass ich die Laufschienen innen festmachen kann. Aber Leute, ich denke mal, vielleicht von hier oben ein Holz so hin und ein Holz hier so hoch oder einfach eine Leisten unten drunter, zumindest hinten. Einfach von links nach rechts eine Leiste. Irgendwas wird mir da jetzt schon einfallen. Gut. Und ja, da ja die Videos immer sonst so lang sind, versuche ich sie jetzt vielleicht ein bisschen kürzer zu halten oder in dieser Länge auch verdammt viel Informationen reinzubringen. Deswegen mache ich das jetzt erst komplett fertig und hole euch erst wieder hinzu, wenn es fertig ist. Oder ich ganz interessante Neuigkeiten habe. Naja, und hier werde ich in der Mitte dann auch noch Klötzlenei machen. Eins unten, eins oben und dann mit 1, 2, 3, 4 Schrauben wahrscheinlich die Plexiglasscheibe befestigen. Pötö, wieder ein Tag später.
Ich habe jetzt bloß einmal die Schublade an die Leiste hingeschraubt. Hier hinten jeweils zwei Schrauben drin und ja, ausprobiert habe ich es noch nicht. Das mache ich jetzt direkt mit euch zusammen. Hier unten habe ich noch Distanzdinger drin. Was habe ich da genommen? Einfach Messerklingen, je zwei Stück. Und Leute, es funktioniert. Ne? Ist das geil? Oder ist das geil? Meine Schublade. Juhu. Das gefällt mir. Das gefällt mir jetzt echt. Habe ich doch ja, für meine Verhältnisse gut hingebracht. Was mich allerdings jetzt am demnächst graut, ja, alles verspachteln. Verspachteln und verschleifen. Naja, egal, das werden wir auch noch schaffen. Tja, dann kann ich im Prinzip die Schieber wieder rausmachen komplett. Von der Schublade weg und hier wegschrauben. Ja, hier wird es dann auch noch einmal festgeschraubt. Also hier ist noch lose. Das mache ich aber dann, wenn Schublade endgültig reinkommt. Ich hoffe, dass es dann nicht zu sehr spannt. Naja, sonst unterlegen wir was. Aber so im Moment läuft es ja schön. Okay, dann würde ich mal sagen, Attacke, ran an den nächsten Käse. Das wären noch die zwei Klötzle. Und dann, und dann, und dann, und dann, und dann. Das Ding endlich bohren. Jawohl. Genau. Oben muss ich ja noch drei Löcher für One-Player, Two-Player und Coins auch noch reinmachen. Naja, aber das soll das geringste Problem sein. Jo, die Klötzle habe ich jetzt auch hier festgemacht. An dem Brett, ja, mehr habe ich heute nicht mehr geschafft. Habe ich mir jetzt noch die nächsten drei Drückerle, ja, markiert. Player 1, Coin, Player 2. Und so, das wird dann bei Gelegenheit gebohrt. Warum, das werdet ihr zu gegebener Zeit noch mitbekommen. Also keine Panik, das kommt noch. Und weiter geht's mit, Moment, ich hol's rüber, mit dem Schalter. Wird irgendwo da oben ins Eck kommen, dass man von seitlich hinten einschalten kann. Natürlich Strom kommt auch linke Seite unten hin. Dann mein USB, der wird hier irgendwo seitlich hinkommen. Dann ein paar von den Lüftungsteilen rein machen. Ja, oder Siebe, naja. Und dann natürlich noch die USB-Lüfter. Ja, für den Raspberry Pi wahrscheinlich etwas übertrieben, aber eine gute Durchlüftung kann ja nie schaden. Ja, genau. Und mit dem Zeug mache ich dann im nächsten Video weiter. Puh. Und wer weiß, vielleicht mache ich ja dann schon mit den Bohrungen für das Pad weiter. Naja, viel ist es nicht mehr, was ich jetzt noch zum Vorbereiten habe. Bevor ich dann übergehe, das ganze Geraffel zu verspachteln, grundieren und einmal vorlackieren. Ja. Wenn die Plexiglasscheiben da waren. Weil da fällt mir ein, da muss ich ja auch noch eine für die eine Scheibe auch noch Halterungen konstruieren. Aha. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Naja, okay. Dann, Leute, ich weiß nicht, wie lang das Video jetzt war. Wenn es etwas kürzer war, soll es mir auch mal recht sein. Dann würde ich sagen, hasta la vista, hebe die Haare, grüße die Füße und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschaikowski.